Jungs und Mädels, liebe Freunde des Bastelwahns, der Kreativität und all dem ganzen anderen Zeug, was da dazukommt. Viele glauben, das ist ein Bastelkanal, der aber viel mit Fotografie und mit Bildbearbeitung zu tun hat. Das stimmt schon irgendwie, aber nach dem letzten Bombenbau-Video, das ihr, ich glaube, hier oben sehen könnt, da kam auf jeden Fall sehr viel Kritik, warum ich so einen Scheiß überhaupt zeige. Und Leute, ich zeig's, was mir Spaß macht. Das ist mein Kanal, ich kann hier tun lassen, was ich möchte. Wenn ihr nur Bildbearbeitung oder Fotografie sehen wollt, müsst ihr heute abschalten, denn heute geht's nicht um das, sondern heute geht's um das. Und ich hoffe, das ist cool. Ich habe es nämlich noch gar nicht gesehen. Das ist irgendwie die Zukunft geswitcht. Ich würde mal sagen, wir starten mit dem Intro und dann basteln wir so ein Teil. Viel Spaß dabei. Alles, was ihr dazu braucht, ist das Paket hier. Ich habe es unten mal verlinkt, auch den Preis. Der ist mir irgendwie nicht mehr ganz im Kopf, aber es waren nicht viel. Man muss dazu sagen, das kam so an. Und dementsprechend gespannt bin ich, ob es auch funktioniert. Und das Teil, das ist Helium, das habe ich bei uns im Bastelladen gekauft. Ich habe euch aber auch von der Babsi den Bastelladen unten in den Kommentaren verlinkt. Der ist cool, wenn ihr in Österreich seid oder auch in Deutschland seid. Die haben irgendwie so den Master-Verkauf für Helium. Könnt ihr da mal reinschauen, da kriegt ihr Helium. Wird leider nicht mitgeliefert, warum auch immer. Ich bin mir nicht sicher, ob es auf Amazon das gibt. Wenn ja, verlinke ich es natürlich auch wieder unten. Warum dieser Fisch? Naja, warum nicht? Ich fand das irgendwie mega geil, die Idee, dass es einen Fisch gibt, der ohne Wasser schwimmen kann. Er war einfach günstig und ich dachte mir, hey, den will ich haben. Okay, das Teil hat ungefähr 6 Wochen gebraucht, bis es bei mir war. Warum? Weil es wahrscheinlich irgendwo in Asien gefertigt wird und dann per Kutsche oder, keine Ahnung, Flamingo hergeschickt wird. Deswegen dauert es wahrscheinlich so lang und ich muss auch zugeben, so sieht's aus. Also es ist jetzt nicht so das Profi-Produkt, weil wenn man sich so die Bauteile ansieht, hat man irgendwie so die Vermutung, das könnte nie ein Fisch werden. Aber da ich das Video online stelle, weiß ich schon jetzt, das wird was und ich werde es hinbekommen. Geht mal nicht davon aus, dass ihr für diesen Preis auch richtig was Gutes bekommt. Ihr seht, das ist alles ziemlich Plastik. Sehr, sehr Plastik. Was ich mir nicht gedacht habe, ist, dass das Ganze als Bausatz kommt. Und ich das jetzt mit euch hier zusammenbaue, aber ja, so ist es nun mal. Und irgendwie werden wir das schon zum Fliegen kriegen, das Teil. Ist die überhaupt auf Japanisch oder? Oh, ist sogar auf Englisch. Ha! Nein, sogar auf... Nein, nicht auf Deutsch. Auf Englisch? Auf Englisch. Warum macht man eine doppelseitig englische? Also das ist die gleiche Seite. Es fängt mit 1 an und hier fängt es mit 1 an. Hei, hei. Ja. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Es sind total viele Klebestreifen dabei. Anscheinend muss sehr viel auf diesem Haifisch angeklebt werden, was hier noch so ein bisschen plump rumliegt. Ich würde mal sagen, ich mache hier mal ein bisschen Ordnung, baue alles auf und dann gehen wir mal an das Zusammenbauen. Und irgendwie habe ich mega Bock jetzt gerade drauf. Ja, und Helium ist immer cool, oder? Helium, das beste Gas der Welt. Das sind die Bauteile. Wir haben 3 Schwanzflossen, eine große Flosse, das Steuergerät, das wahrscheinlich die hintere Schwanzflosse dann auch zum Lenken irgendwie bewegt. Das Teil, das dürfte irgendwie so der Mainpack sein, der unten dran ist, wo hoffentlich auch der Empfänger drinnen ist. Und es scheint so, als wäre das hier eine Art Servosteuerung, die irgendwas vor- und zurückzieht, damit dann sich irgendwas verändert und bewegt. Wir werden sehen. Dann 4 Gummibänder, eine blaue Schnur, weiße Klebestreifen, durchsichtige Klebestreifen, ein wenig Plastiksprengstoff. Da bin ich nur sehr gespannt, für was der ist, aber die haben genau meinen Geschmack getroffen. Und dann so Zeug. Und natürlich der Fisch. Und laut Betriebsanleitung muss der Fisch jetzt als allererstes einmal aufgeblasen werden, aber man soll ihn an diese Schnur hängen, dass er nicht davonfliegt. Das kriegen wir hin. Alter, ist der groß. Wo muss ich da jetzt reinblasen? Ich hasse diese Frage. Ah, das könnte hier sein. Soll ich erst die Schnur befestigen? Die liefern echt eine Schnur mit, damit er nicht wegfliegt. Das finde ich irgendwie süß. Wo soll der hin? Ja! Geil! Flieg! Wir hätten sagen sollen, wie viel Helium man da braucht. Eine Flasche für einen Haifisch oder so. Oh oh, jetzt wird er voll. Sieht doch nicht aus wie ein Haifisch.
Du siehst beschnitten aus, Kollege. Ich wollte es dir nur mal sagen. Ich habe schon mal geschafft, ein Basteltutorial zu machen, wie man einen Luftballon aufbläst. Immerhin, ne? Immerhin. Okay, jetzt gehören hier laut Anleitung auf diese Schwanzflossen diese Klebstoffe drauf. Ich bin immer noch ganz benebelt von dem Helium. Aha. Denn laut Plan sollen diese drei Flossen hier verschiedene Formen haben. In real life, ne, die sind ganz, ganz gleich. Okay, die gehören jetzt irgendwie da unten drauf. Ich brauche mal doppelseitiges Klebeband. Use for rubber band hooks? What? Also laut Anleitung gibt es viel mehr Klebstoffteile. Ich weiß jetzt schon, dass ich ohne bastelwastische Kenntnisse diesen Ballon nie steuern kann. Bestimmt nicht. Okay. Ey. Ah! Interessant. So. Die haben ja schon tolle Markierungen hier gemacht. Also ich werde das jetzt wohl treffen. Wunderschön. Es macht echt Spaß. Ich darf dazu sagen, wenn ihr so ein Teil kauft, baut es irgendwie in einem gut durchlüfteten Raum. Weil das riecht nicht besonders gut, das Zeug. So, das ist die Tailflosse anscheinend. Na komm her. Ich habe irgendwie Angst, dass das Teil platzt. Mensch. Der hat oben voll die Zellulitis. Bist du ein Weibchen? Anscheinend kommen jetzt diese Teile nochmal drüber zur doppelten Versicherung. Durchsichtige Klebestreifen mit so einem Haken drin. Ja, und wer klebt sie schon wieder komplett zusammen? Ich glaube, ehrlich gesagt, da kann man auch Tesafilm nehmen, wenn man sie verscheißt, so wie ich jetzt gerade. Ach komm! So, und die werden jetzt hier irgendwie nochmal drüber. Hey, es ist echt nicht einfach, mit so einem fliegenden Teil hier zu arbeiten. Ich als Aerodynamiker behaupte, es braucht diese Flossen, damit er einfach irgendwie stabil in der Luft ist. Ich kenne mich aus. Oh, ich habe etwas zu früh gebaut, glaube ich. Also hier sind Bauteile beschrieben, die es nicht gibt. Ich glaube, man muss einfach, das ist so eine klassische Bauanleitung, wo man sagt, hey, überspringen Sie Punkt 4 und fangen mit Punkt 16 dann, oder gehen auf Punkt 16 und machen dort weiter. Dieses Teil sollte mit dieser Schwanzflosse hier verbunden werden. Die Frage ist nur wie, aber ich glaube, das wird einfach nur so reingedrückt. Ah, und da gibt es dann diese Clips, die kommen da drauf zur Befestigung. Ich habe es voll durchschaut. Ich hielt es nicht für möglich, aber man braucht wirklich anscheinend Geduld, um das Teil zusammenzubauen. Vor allem für was ich diese Gummibänder brauche, das ist jetzt echt die Frage. Ich weiß es nicht. Also zwischen Punkt 4 und Punkt 5 sind, glaube ich, 12 verschiedene Arbeitsschritte drinnen, die aber hier nicht aufgelistet werden. Ich muss, glaube ich, einfach nur die maximale Logik hier mit in das Spiel mit reinnehmen. Das kriege ich doch hin. Also, das Teil muss das hier bewegen, indem es vor und zurück fährt. Das sind die Haken dafür, okay. Da ist ein Pfeil drauf, in welche Richtung er es hinpfeilt. Aber er sagt nirgendwo, in welche Richtung der Pfeil gehört. Sagen Sie nicht. Ich habe jetzt nämlich Angst, dass ich das hier festmache, montiere und dann das Teil nicht funktioniert, weil ich es falsch festmontiert habe. Vor allem dort, wo die Luft reinkommt, gehört das, glaube ich, hier rauf. Ah! 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 Verstanden. Easy! Okay, es läuft so. Das Teil hier hinten, das ist nicht festgeklebt. Nein, das hat hier 4 Haken und wir haben 4 Gummibänder. Ja. Versteht ihr? Ja? Und hier sind 1, 2, 3, hoffentlich 4. 4 Teile und ich habe so 4 Haken. Und jetzt, ja, ich zeig's euch einfach. Das ist mega easy, hey. Sorry, Kollege, aber ich musste den Arsch zukleben hier. So, ich montiere das jetzt einfach mal. In der Hoffnung, dass der Plan vom Schweighofer aufgeht. Die sind gar nicht so blöd, die Asiaten.
Der kriegt ein bisschen Steillage, würde ich sagen. Ach, ich bin ein Idiot. Jetzt verstehe ich das Ganze. Hier, dieses Kabel wird hinten angeschlossen. Hier ist anscheinend bei der Schwanzflosse ein kleiner Servo drin. Und warum das Teil vor und zurück fährt oder fahren kann, liegt daran, dass ich ja nach oben und nach unten mich möchte bewegen. Und ich denke, dass das Gewicht dafür ist. Vielleicht. Stellt sich nur die Frage, wie wir das montieren. Wohin? Ich blick nicht durch. Die Gebrauchsanweisung hier ist absoluter Schrott. Die ist irgendwie für ein anderes Objekt, glaube ich. Das ist nicht der Haifisch, den ich gekauft habe. Und die Montage von dem Teil wird eigentlich gar nicht beschrieben. Sie schreiben hier irgendwas von Seehöhe. Ob ich zwischen 0 und 1000 Feet hoch lebe, zwischen 1000 und 2000 Feet oder 2000 Feet und mehr. Hängt wahrscheinlich auch davon ab, wie stark Helium nach oben geht. Brauche ich jetzt echt einen Feed-Umwandler? Wir wohnen hier auf 570 Meter Seehöhe. Ein Feed ist, glaube ich, 35 Zentimeter oder 40. 40? Ich weiß nicht, muss ich gleich googeln. Ich glaube, ich google das mal. Ich muss nur erstmal das hier auseinanderwirbeln. Wollt ihr mich verarschen? Leute, das ist der Stecker, den ich jetzt reinstecken muss. Okay. So, das ist das Kabel, das ich habe. Mehr Kabel habe ich nicht. Okay, ich könnte mit dem Kabel weit. Sehr weit sogar. Ich würde mal sagen, wer wagt, der nicht gewinnt. Oder so ähnlich. Ich klebe das jetzt einfach irgendwie drauf. Nee, ich habe keine Lust mehr. Hey Fisch, ich sag's dir, wir werden keine Freunde. Okay. Gottes Willen! Boah, ich hab voll Bock auf Sushi. Auch wenn ich überhaupt nicht weiß, ob das Zeug jetzt dahin gehört, ich fixier's jetzt einfach. Ja, fall zusammen, genau. Oh, es geht alles so gut hier. Ah, Schatz im Wald! Alte! Solltet ihr die Möglichkeit haben, so ein Ding schon zusammengebaut zu erwerben, kauft ihn zusammengebaut, ich sag's euch. Es macht keinen Spaß, es zusammenzubauen. Nö. So, an und für sich habe ich jetzt alles eingebaut. Jetzt kommt mir nur die Frage, wie muss ich hier Batterien reinmachen? Und da das hier ja nicht beschrieben wird, muss ich selbst rausfinden. Ja, es ist sehr, sehr clever mit spitzen Gegenständen neben einem verhältnismäßig teuren Ballon zu arbeiten. Das weiß ich selbst auch, aber es geht nicht anders auf. Yes, es ist offen. Oh, es blinkt mal rot. Das ist schon mal gut. So, drei Batterien hier rein. Okay. Ich fürchte, ich muss den noch justieren. Flieg, du bist frei! Dieses Plastik-Kautschuk-Material. Wir werden es jetzt mal öffnen und mal schauen, was es ist. Oh. Es riecht gar nicht schlecht. Ich glaube, das ist einfach nur Knetmasse. Kann es sein, dass wir diese Knetmasse irgendwo als Ballast hier mit reinnehmen müssen? Hey, Kollege. Aha. Oh, der Trick mit der Knetmasse war gar nicht so schlecht. Ich würde mal sagen, das Teil fliegt jetzt mal, ich weiß nicht, wie man ihn umdreht. Ziemlich scheiße, Infrarot. Ja, das heißt, hier geht gar nichts, hier schon. Es gibt keinen Retourgang. Und ich denke, in so einem kleinen Stuhl wie bei mir hier, ist es schwierig zum Fliegen lassen. Deswegen gehen wir mal besser irgendwo hin, wo es ein bisschen größer ist. Ich habe gut und gerne jetzt 20 Minuten gebraucht, um die Knetmasse, die hier dabei war, so zu montieren, dass er einigermaßen waagrecht ist und vor allem, dass er nicht zu schwer wird oder zu leicht wird. Also das ist eine ziemlich tricky Geschichte. Das Auf- und Absteigen, das hat er nicht so ganz heraus. Ich habe hier bei meiner Fernbedienung genau rauf, runter, links und rechts.
Und das ständige links und rechts drücken würde dann auch die Schwanzflosse hinten bewegen. Das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gemacht. Das macht er selbstständig. Das heißt, die Steuerung ist nicht sehr zuverlässig. Ja? Jetzt ist er wieder in der Waage und jetzt muss ich immer links, rechts, links, rechts. Ja. Es gibt so eine Art Demo hier. Wenn ich hier drauf drücke, macht er das automatisch. Dann kann ich ihn aber auch nicht mehr lenken. Das heißt, dann fliegt er einfach nur geradeaus. Wie lenkt man, indem man einfach öftere Male in eine Richtung drückt? Das ist schon so ein bisschen wie ein richtiger Fisch, ne? Und dann macht er aber wieder das, was er will. Das heißt, wenn er keinen Kontakt hat, dann ist die Steuerung so, dass sie einfach tut, was sie will. Mit dem Kollegen jetzt ins Freie zu gehen, das würde ich nicht empfehlen, denn eine kleine Windböe und das Teil ist weg. Unter Umständen vielleicht eine andere Schnur noch dran, die wirklich lang ist. Dann ist es in Ordnung. Das Rauf und Rapp funktioniert so, indem das Teil hier wirklich nach oben und nach unten geht. Ich habe ihn relativ weit vorne montiert. Wenn jetzt hier wirklich noch ein bisschen Gewicht dran ist, dann taucht er auch wieder nach unten. Und man kann also rauf und runter. Also ich habe keine Freude daran. Und ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn euch empfehlen soll. Vielleicht gibt es Produkte, die vergleichlich sind oder vergleichbar sind, die ein bisschen mehr kosten, weil sie einfach von der Verarbeitung oder auch von der Bauanleitung einfach ein Tick klein besser gemacht wurden als dieses Teil hier. Aber ihr hört es schon, hier erwartet man jetzt keinen Lamborghini. Nein. Und ich hätte sehr gerne keine Infrarot, sondern eine UV-gesteuerte Fernbedienung oder funkgesteuert. Wäre auch schön, weil dann könnte man in die Hosentasche stecken, irgendwie durch eine Messe gehen oder durch eine Halle gehen und das Teil fliegt einem nach oder so, das wäre doch schön. Aber so muss man immer steuern und die Servos sind sehr laut, das muss man auch zugeben. Also mal schnell jemanden erschrecken, weil ein Haifisch ihn weg, das geht leider nicht. Ihr braucht einen großen Raum, dann ist alles cool, dann kann man sich mit dem auch bestimmt ein paar Minuten beschäftigen und es macht ein bisschen Spaß und jemand, der reinkommt und das noch nie gesehen hat, ist sicher mega glücklich. Ich muss sagen, für die Zwecke, die ich es haben wollte, funktioniert es leider nicht. Ich hätte es gern für die Bühnenshow gehabt. Ich sage jetzt mal, Peace Love in Photoshop war vielleicht ein Fehlkauf, aber er war nicht teuer. Schweig over and out.